Aloha, ich grüße euch. Welcome to the Chaos. Ja, es erreichte mich gestern, genau, gestern dieses Paket. Er hat gesagt, ich habe es abgeholt. Vorgestern, heute ist Freitag, vorgestern war ja Mittwoch. Da ist mein Sohn ja mit Blinddarm ins Krankenhaus gekommen. Das heißt, es war auch keiner hier, weil wir hatten natürlich Geläuf und da war eine Paketkarte im Briefkasten. Gestern Abend habe ich sie abgeholt, habe aber noch nicht reingeguckt, weil, ne, Sohn besuchen, machen, tun und kennt er, Stressack, Fußpilz. Ich war auch, als ich das abgeholt habe, auf dem Abholschein stand auch kein Vorname, sondern nur also unser Nachname. Deswegen wusste ich auch gar nicht, für wen ist denn das Paket, ne? Ja, der Absender sagte mir auch erstmal nichts, aber der Karton war recht hübsch. Ich sage, ja, nehme ich mit, weil verweigern Sie die Annahme oder? Nee, nee, ich sage, das ist bestimmt ein Ü-Paket. Ja. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Erbsen-Inge, meine Liebe, vielen, vielen lieben Dank. Du hast mir ein Ü-Paket geschickt. Hatten wir auch drüber geschrieben. Dankeschön. Ja, Erbsen-Inge kommentiert ganz oft bei mir und ist auch im Chat mit. Und ja, Erbsen-Inge finde ich ja einen total coolen Namen. Erbsen-Inge hat einen Imbiss mit ihr Suppenkanonen, Gulaschkanonen, so verleiht, glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste mal drauf gehen. Sitz ist in Leipzig. Einfach eingeben Erbsen-Inge und dann kommt das. Jeder, der da wohnt, einmal bitte vorbeigehen, bei Erbsen Inge was essen und schöne Grüße von mir. Ja, und jetzt gucken wir mal hier rein. Es ist ganz leicht. Ich habe erst gesagt, da ist ja nichts drin. Ne? Und dann habe ich gerappelt. Doch, ist was drin. So, und jetzt machen wir mal auf. Also es ist echt federleicht. So, und das ist der Anblick. Mehr weiß ich auch noch nicht. So was hier drin. Und dann haben wir erstmal die Post. Ich lese mal kurz oder schaue mal kurz. Erstmal einen wunderschönen geprägten Briefumschlag. Der sieht ja richtig cool aus. Und dann ein gebasteltes Kärtchen. Okay. Moment, ich zeige es euch jetzt erstmal. Seht ihr das hier? Hast du das selbst gestickt? Das ist ja wohl mal der Knaller. Finde ich ja mega cool. Das musst du mir bitte mal schreiben. Das ist geil. Also das ist der Oberhammer. Ich gehe mal davon aus, dass du das selbst gemacht hast. Also das ist richtig cool. Oh, da kommen ja direkt wieder tausende Ideen. Geilomat. So, jetzt gucke ich mal, was da drin steht. So, ich denke, das darf ich vorlesen. Liebe Hedwig, Strägstrich Petra oder andersrum. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude und ich kann dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Falls du nicht klarkommst, unter dem silbernen Päckchen liegt eine Erklärung und falls es dir nicht gefällt, krach es fort. Ja, praktisch denken, weg damit. Ne? Die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich mag dich trotzdem, Inge aus Leipzig. Ja, Inge, ich mag dich allein schon wegen deinem Namen. Wir haben ja ein bisschen geschrieben. Das war ja auch alles sehr, sehr nett, cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich stelle das jetzt einfach mal daneben. Und wir fangen jetzt mal an mit, wir fangen mal klein an, mit so einer Verpackung hier. Mit so einer coolen Verpackung hier. Er ist leider ein bisschen gebogen hier, aber das kann man sich wieder zurechtbiegen. Ne? Ja, das ist so eine Schachtel hier mit Einblick quasi. Richtig cool. Ich mache es jetzt mal auf. So, ich muss erstmal hier. Ich habe hier eben ein bisschen noch Papier gefärbt. Da sind meine Ärmel reingekommen. Also eben ist schon ein bisschen länger, deswegen sind die ein bisschen versifft. Ich muss mich mal hochkrempeln. Aber ich habe mir extra ein altes Shirt angezogen, damit ich ja matschen kann. Und leider bin ich mit den Ärmeln ein bisschen reingekommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Cooler Verschluss hier. Drachenei, ne? So. So, okay. Das kann man hier nur so aufmachen.
Ich muss so lachen. Das ist ja cool. Oh, die Pfandenküsschenpapier hast du genommen. Also von außen ist das wie die Mohrenkopfpapiere, ne? Ich denke mal, das waren Ortifantenküsschen, sind Mohrenköpfe. Geil. Behalte ich ja auch immer auf. Wer hatte mir das gesagt? Weil in nicht böse, wenn ich den Namen jetzt nicht weiß. Irgendjemand hat mir gesagt, immer im Kommentar geschrieben, ich verwahre das Mohrenkopfpapier auf. Die Verpackung, und seitdem verwahre ich die auch und Inge auch. Aber Ortifantenküsschen kenne ich gar nicht. Auch cool, mega. So, jetzt gucken wir mal, was hier. Oh, du hast mir Blümchen gebastelt. Wie geil. Ja, sehr schön. Oh, die sind ja niedlich. Guck mal. Und soll ich euch was sagen? Diese Blütenkelche hier. Ich weiß nicht, ob du die von Action hast. Die gab es ja mal zuhauf bei Action, ne? Ich habe mir die nicht gekauft, weil ich hatte keine Verwendung dafür. Ich habe mir gedacht, wofür? Du musst nicht alles kaufen. Du, ne? Bis jetzt habe ich noch keine Blumen mit hier Blütenkelch gemacht. Und ich sehe das jetzt immer mehr. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwann sagt, nee, brauche ich nicht. Und dann kommt euch das immer wieder in die Quere und denkt, Mist, hätte ich diese blöden Dinger doch gekauft. Ne? Das ist jetzt nicht überlebensnotwendig, aber ich habe sie Tatsache nicht gekauft. Und ich würde mal sagen, ich brauche es nicht unbedingt, aber so jetzt im Nachklapp hätte ich sie schon gerne. Also richtig cool, sehr, sehr schön. Hm? Ausgestanzte Blümchen. Schwupps, das will nicht so ganz. Das hier auch. Ja, die sind richtig toll. Auch die Farben sind richtig cool. Ja. Das ist ja auch Fummelei, ne? Richtig filigran. Und ja, oh ja, das ist auch niedlich, ne? Sehr schön. Sehr schön. Also am allerbesten gefallen mir aber die. Die werde ich, glaube ich, auch. Ja, mal gucken, ob zu. Na, auf jeden Fall ein paar zusammen. Ne? Das ist für mich jetzt eher weihnachtlich. Das kommt, darf noch ein bisschen warten. Und das gucken wir mal. Aber die kann ich mir jetzt ad hoc vorstellen, sofort zu verbasteln. Auf, vielleicht auf den Memory Decks Karten. Ich schaue mal. Oder auf irgendeinem Album. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich auch gleich noch ein Firlefanz-Video hier in meinem Chaos. Ich hätte euch zwei Sachen kurz zu zeigen. Schauen wir mal. Ja, vielen lieben Dank. So, jetzt ich guck mal. Ich mache mal einen Linzi. Dann ist noch ein großes Ei dabei. Tada. Ja, auch wieder sehr schön. Dieses ja, ich weiß, Ei, Box, Boxenei, Drachenei. Könnte man auch, wenn man hier so mystisches Papier nimmt, dann ist das hier so Game of Thrones. Ach, Game of Thrones habe ich ja auch gesuchtet, ne? Mega geil. Ups. So. Schwupsi. Auf. Ah, Schmetterling. Habe ich euch den überhaupt gezeigt? Hier. Schmetterling zweilagig mit der dreilagig. Entschuldigung. So. Ja, sehr schön. Cool. Ne? So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Da brauchst du aber, das ist ja wahrscheinlich eine Stanze, ne? Weil das Papier, meine ich, ist von einem Action-Block. Das ist eine Stanze. Da brauchst du aber wahrscheinlich die große, ne? Die A4. So, ich hole es vorsichtig da raus. Das ist ja eine interessante Knickung auch. Ich lasse euch mal reinschauen. Seht ihr, ne? Cool. Oh, Schmetterlinge hast du mir gemacht. Ja, geil. Ja, sehr schön. Super. Geil. Ach, hier. So doppelt. Hast du dafür eine Stanze? Wo das, ja, sehr cool. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Und dann hier mit den. Ach, das ist mit ausgestanzt hier die Fühler. Das ist ja cool. Die ist ja echt klasse. Also da musst du mir mal schreiben, wo du die Stanze her hast, weil das ist geil. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Ich finde das richtig geil mit diesen Fühlern. Guckt mal. Na?
richtig cool. Ich denke, das will der ein oder andere von euch auch wissen. Ich gucke mal, ob... Ne, jetzt haben wir noch andere. Hier sind wieder die doppelten. Dreifachen, Entschuldigung. Der ist dreifach, ne? Mit Braun, mit Holo oder Glitzerpapier. Nein, Glanzpapier. Ihr wisst, ihr seht es ja selbst. Habt ihr Augen im Kopf und hier sowas Filigranes. Der ist zweifach. Das war auch, die haben alle die. Ne, der hat nicht die Flügel. Doch, der hat auch Flügel. Die sind alle cool. Hier. Musst du mir schreiben? Weil das ist echt cool. Ja, wieder dreifach mit dem schönen schillernden Stein. Ne, ich mache jetzt erst die hier mit Muster. Guck mal hier. Richtig cool. Ne, der grüne auch. Und dann haben wir noch so einen hier mit. Ne? Da kann man richtig mit spielen dann mit den Farben. Weil die dreilagig macht. Richtig cool. So, und jetzt haben wir. Ohne dieses Filigrane. Auch hübsch, ne? Richtig cool. Und hier haben wir noch ein ganzes. Da machen wir erst die hier. Ja, ich finde die alle cool. Ich bin normal nicht so der Schmetterling-Fan, aber so, ich glaube, eine Stanze oder so habe ich. Oder? Doch, wenn die irgendwo bei. Aber. Die ist geil. Die ist echt geil. Also die ist am allergeilsten und die sind alle geil. Die sind cool, die sind, da habe ich. Oh, geil. Und guckt mal hier mit Gebamse. Auch mega. Was ist denn das für Papier? Da muss ich jetzt gleich mal. So, ich halte es mal hin. So, und jetzt muss ich erstmal fühlen. Was ist denn das für. Ne, das ist doch normales Papier. Das fühlt sich so, warte mal, metallisch an. Das hier. Oder hast du das angemalt? Ist das hier mit Acrylfarbe? Ich weiß es nicht. Aber cool. Guck mal. Hier mit dem Hell. Och ja. Schön. Richtig cool. Ne, mega. Also das hätte ich gern gewusst, wo die Stanzen her sind. Weil das ist ja mal richtig cool. Das, ja, so detailliert. Wie gesagt, ich finde die Flügel hier, die Dinger so faszinierend und richtig, richtig cool. Hm? Da könnte man noch ein bisschen Tüll zwischen machen. Ich bin schon am Weiterspinnen. Also bitte, einmal hätte ich gern gewusst, wo das her ist. So, jetzt bellt Lucy. Jetzt könnt ihr nicht sagen, ihr habt gehört. Nicht gehört, wie beim letzten Video. So, dann haben wir hier einen Kranz, würde ich sagen. So, jetzt muss ich erstmal ganz, ich tue das mal zusammen. So, und ganz vorsichtig erstmal zur Seite. So, so. Einen Kranz. Und ich denke, der ist aus Wattepads. Mit, guck mal, mit Bommel hier. Cool. Mit selbstgemachter Bommel. So. Das müssen wir jetzt erstmal vorsichtig abmachen hier. Da kriege ich. Supi, hast du gar nicht. Muss ich gleich abschneiden. Ja, einmal. Ich nehme an, da hast du irgendeinen Ring. Ne? Und das dann drum. Und dann. Irgendwie. Cool. Auch geil. Ne? Einmal so ein Bommel. So, das hier schnippel ich aber auf. Irgendwie, das ist ja eigentlich eine Silhouettenschere, ne? Und weil die immer hier so rumliegt, greife ich die mal als erstes. Aber die schneidet wirklich nur vorne an der Spitze gut. Ja, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Ist ja für ganz feine Schnibbelungen. So. Okay. So. Also das kommt weg. Das. Okay. Ja, cool. So ein weißer Kranz.
Und das soll ich dann da drum machen, denke ich. Cool. Sieht aus wie Rosen, ne? Boah. Ja, geil. Moment, ich muss mal Anleitung gucken. Nicht, dass ich wieder was falsch mache. So, ich lese mal kurz. So, du Liebe, den Kranz kannst du dekorieren mit Bändern, kleinen Dekoteilen, kannst ihn auch vorher mit einem Farbspray einsprühen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du magst, schicke ich dir mal ein paar Bilder von meinen Kränzen. Lieb gegrüßt. Erbsenenge. Cool. Nee, weiß gefällt mir ganz gut. Ich habe einen ganz langen Flur, der ist 9 Meter lang, aber ganz schmal. Und da habe ich die ganzen Mauslanderleisten von Ikea, also die ganze Reihe. Und da hängen nur weiße Sachen. Also weiße Bilderrahmen und ja, noch ein paar Flaschen, aber auch also durchsichtig. Also alles so hell gehalten. Und da passt der richtig gut hin. Und das werde ich dran machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde den dann so lassen. Das passt. Das ist cool. Auf gar keinen Fall ansprayen. Nee. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da musst du mir echt mal ein paar Fotos schicken. Aber weiß ist schon die Farbe meiner Wahl. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist bestimmt Arbeit ohne Ende. Wie viele Wattebits stecken denn da drin? Eieiei. Okay. Ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich nehme jetzt erstmal hier die Torte wieder so. Und das muss gut irgendwo hochgelagert werden, wo keine Katze drankommt und kein Hund. Ne? So. So, jetzt haben wir das Letzte. Ein wunderschönes Papier. Oh, ich kann es. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann es retten. Doch, das meiste kann ich retten. Cool. Sehr schön. Frau Raffzahn hier. Aber das meiste kann ich trotzdem retten. Ich will es aber auch. Das will nicht, ne? So. Jetzt wird hier kein langes Gedell gemacht. Ausgepackt. Ach, da ist doch noch genug Papier, was ich retten kann. Och, wie geil. Inge, wie geil. Sehr schön. Ja, mega. Du hast zugehört, ne? Dass ich viel hier glitze und halt farbiges Papier. Ja, brauche ich im Moment viel mit den Ausstanzungen. Finde ich richtig cool. Ja, und Embellishments und sonstiges. Ne? Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, was soll ich sagen, Inge? Ich war total überrascht. Wir hatten nämlich kurz geschrieben und ich meine, ja, du hast was gesagt, ich schick dir mal was. Ja, mal was. Ich gehe immer von mir aus, dauert bei mir immer 1000 Monde. Ja, dass das so schnell kam, freut mich natürlich. Das war echt eine mega Überraschung. Ja. Vielen lieben Dank, dass du mir ja, so ein tolles Paket geschickt hast für deine Mühe. Ja, alles selbst gemacht hier. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Und hierfür hast du wahrscheinlich, das sind normale Stanzen, die durch die Kurbelmaschine schickst. Ne? Da finde ich das immer, wenn man sowas in Massenproduktion, finde ich ja einen Handstanzer immer besser. Ne? Aber vielleicht hast du ja auch Handstanzer. Aber meistens sind die immer nur dreifach. Ne? Naja, auf jeden Fall musst du mir sagen, wo du die Schmetterlingsstanzen her hast. Die sind richtig, richtig cool. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich. Vielen, vielen lieben Dank. Fühl dich ganz lieb gedrückt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.